Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren krassen Map-Vorstellung. Und heute stelle ich euch eine Space Invaders Map vor. Das Ganze ist gemacht von BlueTag. Und ja, diese Map ist etwas OP. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Wir haben sogar das Menü, was extrem krass ist. Je nachdem, wohin gucken. Wo ist auch der Fall da so, ne? Und ja. Settings auch mal reingehen. Komm, wir müssen einfach springen dann. Ich muss die Difficulty ändern. VV sieht dann so aus. Aber 70 und 90 sind bis auf 70. Aber ja. Ich bin mal auf 70, obwohl ich glaube ich noch auf 90 habe, genau. Trotzdem, ich spiele standardmäßig immer auf 70 und deswegen, ja. Rolls. So aus. Nach links und nach rechts gehen mit A und D und Schütt ist mit Maustaste 2, sonst bei mir ist es dann Maustaste 1. Und ja, viel Dank, machen Play. Mode ist natürlich Single, ich kann auch Multi und Multi Group spielen und ja, aber ich bin gerade allein, deswegen Single. Und dann sieht das Ganze so aus. Das Ganze fällt bei dir auf und dann, ja, können wir das Ganze abschießen. Und ja. Sieht dann so aus. Ist auf jeden Fall krass, ne? Und ich sehe mal, wie was in Minecraft so alles möglich ist. Sehr, sehr coole Map mal wieder. Und ich muss echt sagen, ich stelle echt gerne solche Maps vor. Die immer so krass sind. Und die muss man einfach mal zeigen, ja. Warum war ich jetzt getroffen? Schon mal gut. Und wenn wir uns dazu bewegen, so. 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 Ich muss auch sagen, es hängt auch nicht so nach, das ist auch immer gut. Also, denke ich, gut, eigentlich nicht die Map. Oh, Glück gehabt jetzt. Und da zwischendurch ist dann immer ganz chillig so, ne? Auch mal so eine Map-Vorstellung, so von der Map so ganz zwischendurch, so ist das sehr, sehr cool immer. Und ja, denke ich, ganz cool so, ne? Ich weiß auch gar nicht, wann ihr das seht. Die Juni vielleicht. Weiß ich nicht. Ah. Kommt man nicht durch. So. Sind schießen. Oh, scheiße. Oh, direkt zwei auf einmal, ach Mann. Good game, cool. Ist, ja. 30 gewesen. Alien Food. Alles klar. Okay. Jo. Ja, dann wollen wir das nächste machen. Das wäre auf Play. So. Dann werden wir hier rein teleportiert, so. Und können weitermachen. Der Motor wird schieße hier wieder. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall gemacht. Ich meine, das ist mit Minecraft alles möglich ist, bei den ganzen Command-Blocks, ja, 1.8 Zonen, ne? Ich bin auch auf 1.8. Hier kann ich vielleicht auch mal erwähnen in den, bei den Mehrvorstellungen, welche Version das ist. Weil, standen wir hier eigentlich, dass ganz klar, dass es ja vielleicht 1.11 oder so ist, aber was die neueste Version ist. Die meisten dabei etwas älter sind. Die meisten 2015 ist es damals die aktuellste Version 1.8 gewesen und deswegen, ja. Läuft das alles auf 1.8. Wir haben doch kein 1.11 und deswegen ist alles 1.8. Deswegen sollte ich vielleicht erwähnen, dass es ein bisschen alt ist, ne? Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. So, wir müssen weiter ein bisschen schießen. So. So, sieht ganz gut aus. Ja, nicht getroffen, das ist blöd. Aber von Score von 700, das ist nicht schlecht. Ups, jetzt muss ich ausweichen. Ach, scheiße, jetzt habe ich noch ein Leben und jetzt bin ich tot. 120, aber immerhin, ne? Das ist schon mal nicht schlecht.
Und ja, Team Red, das ist Nummer 20. Gucken, was da jetzt sind. Wieder Elden-Foot, okay. Aber auf jeden Fall, so sieht die Map auf jeden Fall aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonniert nicht vergessen. Und tschüss.